So, Leute, meine Favoriten nach dem Sport von Harrell. Schönheitsrituale mit Honiggeschmack, einmal das Shampoo und einmal die Spülung. Und mein Körper bekommt dieses Shampoo, wartet. Und zwar von Isana, Creamdusche, Kaffee und Vanille. Ich liebe diesen Geruch, Leute. That's my dream. Und meine Bodylotion Moment ist diese hier von The Tropical Moon oder Tropical Moon, meine Körpermilch. Die riecht so lecker, weil das ist nämlich eine, die nach Happy Melon Sorbet riecht und schmeckt. Ja klar, trinken oder essen solltet ihr das nicht, aber die ist so gut, Leute. Ich wollte euch das mal zeigen, das ist meine Aftersport-Routine, was ich nach dem Sport mache. Wir sehen uns draußen, denn es ist noch schönes Wetter. Mein Gott, Leute, es sind 25,1 Grad gerade draußen. Ich glaub's nicht, Leute. Aber es sieht so schön aus und jetzt geht's noch raus in die Sonne. Wir haben es gerade gleich 18 Uhr. Ich habe übrigens das nur drauf, weil ich habe kein Kopftuch, Leute. Ich habe meine Haare gerade gemacht, aber ich glaube, ich lasse sie einfach in der Sonne trocknen. Und gönn mir jetzt gleich noch ein Wassereis. Ich muss es später noch abwaschen, habe ich meiner Mutter versprochen. Sonst gilt sie mich. Nein, und es gibt später lecker Essen. Hier habe ich schon geschält und geschnitten. Die Kartoffeln. Und ja, Leute, wir sehen uns draußen wieder. Nur noch eine Erdbeere. Ich glaube, ich muss morgen welche holen. Bis dann. Ja, Leute, so sieht es 25 Grad aus. Toll, oder? 25 Grad sollen wir es haben. Okay, das stimmt, weil ich laufe nämlich gerade mit dem Mountain rum. Okay, beautiful. Ich habe übrigens gerade noch die Wäsche hier aufgehangen. Und da liegt noch mein Handtuch. Das werde ich wohl jetzt hier auch zum Trocknen hinlegen. In the bad girl. Girl. Aber so sehen 25 Grad aus. Da spielen deine Kinder. Anscheinend. I love it. Ich liebe es eigentlich draußen. Gucken wir uns mal kleinen Balkon an. Und ich voll stylisch hier. Mit meiner Schuhe. Und meiner Hose. Ich wundere, dass es kein. Das ist irgendwie so schon länger hier. Wir wohnen jetzt auch seit einem Jahr erst hier, Leute. Auf jeden Fall. Geht's jetzt erstmal kurz wieder in mein Zimmer? Guck mal, also. Baby. Haben wir für unseren Hund gemacht. Habe ich euch gleich gar nicht gezeigt. Den habe ich von meiner Ausbilderin bekommen. Hey, Baby. Voll schön finde ich die Ecke. Pferde, braun wie Kacke, scheiße. Jetzt ist der Flohmarkt holen. Leute, ich wollte euch noch zeigen, was ich aus dem Flohmarkt mit habe oder vielmehr geschenkt bekommen habe, weil einige Sachen waren nämlich umsonst. Umsonst. Nicht wundern, Leute, ey, ich habe hier voll den Sonnenbrand und im Gesicht auch und hier auf der Schulter auch. Obwohl wir erst Mai haben, Leute, egal, scheiß drauf. Also Leute, einmal hier so was Schönes, hier, ne, Blumen, noch eine. Dann habe ich schöne Briefmarken, die werde ich aber vorher, glaube ich, noch waschen. Das sind zwei Paar, also vielmehr drei Paare Ohrstücke, nee, vier, hier noch ein paar. Die würde ich vorher gründlich reinigen, weil wer weiß wirklich, ob die original ist. Ich weiß, ich verstehe das nicht. Die Leute verkaufen das nicht, aber schenken das. Naja, egal, scheiß drauf. Das kommt zum Schluss. Dann Allianz Arena Sparschwein habe ich hier. Kann das überhaupt auf? Anscheinend ja. Ja doch, man kriegt es auf. Gut. Da kommt mein ganz kleines Geld rein und so. Das will ich auch vorher noch sauber machen. Oink, oink. Schmeckchen, das Schmeckchen. Dann noch so eine Dose. Da kann man ja Tee oder so was reinmachen oder so Kleingebäck. Kirky
Cookie, Corky, das nicht gesehen. Dann ein Monopoly-Set. Also Leute, ich habe sehr viel aufgekauft, auch kleine Sachen für mir. Dann habe ich noch einen Spiegel. Und das kann man sich in die Haare reinmachen. Das sind diese Aftercare-Teile, die man sich, diese Kugeln, die man sich in die Haare machen kann. Habe ich auch umsonst abgeschnappt. Ja. Vieles umsonst, vieles einfach so. Die beiden Sachen für jeweils 50 Cent. Das ist einmal dieses hier und einmal das hier. Fand ich mega cool. Achso, das war das Armband. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, ein Armband habe ich noch, so eins. Auch umsonst. Dafür musste ich auch nicht sein. Finde ich voll cool. Kann man mal auf Veranstaltungen oder so anziehen. Dann halt noch so Kleinkram, ein paar Sachen, so eine Tüte. Das fand ich mega cool. Das ist so ein Set. Warte mal, ich muss es mal aufmachen. So ein Spiegel und so. Und hier drin halt so kleine Sachen zum Schminken. Finde ich mega cool, die auch die Box halt. Naja. Ja, wie gesagt, der Inhalt und so muss halt noch Sachen gemacht werden. Dann meine große coole Sache, Bayern München Schal für 2 Euro, Leute. Für 2 Euro. Den werde ich aber vorher noch waschen, weil ich weiß nicht, ob der wirklich. Also ich glaube nicht, dass der echt ist, weil der hat viele Macken hier auch und so. Also ich glaube, dass er vom Markt gekauft worden ist. Aber ich glaube, eigentlich müsste das mein Freund wissen. Naja, wenigstens hier haben Bayern München, obwohl das Zeichen ist sehr original. Man kann es nie wissen, für 2 Euro bekommen, Bayern München Schal. Why not? Dann habe ich noch Schmuck bekommen, für 3 Ohrringe für 1 Euro. Also jeweils 2 da, also 2 Sets. 3 Sets jeweils für 1 Euro. Und ich würde mal sagen, das war's mit dem Daily Vlog. Wenn euch der Daily Vlog gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Daily Vlog. Tschüss. Morgen Montag. Bleibt gesund und geht in einer Woche wählen, Leute. Es verändert euer Leben. Tschüss.